Zur Wiederholung, wir bezeichnen eine positive ganze Zahl als Modul, die wir festhalten, also m ist 2 oder 3 oder 10 oder 12, was auch immer. Und wir sagen, zwei Zahlen a und b, ganze Zahlen sind konkurrent modulo m, wenn wir diese Zahlen durch m dividieren und dann der gleiche Rest bleibt. Und wir haben gesehen, dass das genau dann der Fall ist, wenn m ein Teiler von a minus b ist. Nun können wir jetzt auch alle Zahlen betrachten, die den gleichen Rest, zum Beispiel 0, 1 oder 2 haben. Rest 0 bedeutet, dass sie durch m teilbar sind. Also beispielsweise, wenn m gleich 3 ist, dann sind in der Restklasse 0, also wo der Rest 0 bleibt, genau die Zahlen, die durch 3 teilbar sind. Und wo die oder Rest 1 bleibt, das ist zum Beispiel die Zahl 4 oder 7, also 7 ist 2 mal 3, Rest bleibt 1. Und 10 ist 3 mal 3, Rest bleibt 1. Und diese Zahlen bilden die Restklasse 1 und die Restklasse 2 bilden die Zahlen, wo der Rest 2 ist. Also zum Beispiel 11 ist 3 mal 3 plus 2. Nun, wir bezeichnen mit Zm alle Restklassen modulo m. Hier gibt es jeweils genau m Restklassen, weil alle möglichen Reste, die auftreten können, eben 0, 1 bis m minus 1 sind. Also hier für m gleich 3 haben wir eben die Restklassen 0, 1 und 2. Und eine wichtige Beobachtung ist, dass man mit Restklassen rechnen kann. Wir haben das schon am Anfang des letzten Videos gesehen. Für gerade und ungerade, wir haben gesehen, eine gerade Zahl plus eine ungerade Zahl ist immer ungerade. Oder eine ungerade mal eine ungeraden Zahl ist immer ungerade. Also wir können sozusagen mit Restklassen rechnen. Ich möchte das hier ganz kurz erläutern. Wenn wir zum Beispiel hier ein Element aus der Restklasse 1 hernehmen und es mit einem Element aus der Restklasse 2 addieren, dann erhalten wir 4 plus 5 ist 9, ein Element aus der Restklasse 0. Wenn wir jetzt andere Zahlen hernehmen, zum Beispiel 1 und 5, dann erhalten wir 6, also und so weiter. Also egal, welche Zahl wir aus der Restklasse 1 herausnehmen und welche Zahl wir aus der Restklasse 2 herausnehmen, dann erhalten wir immer eine Zahl aus der Restklasse 0. Also man könnte sagen, 1 plus 2 ist 0. Und das ist eine Eigenschaft, die immer richtig ist. Es gilt nämlich das Folgende. Wenn a zu b konkurrent ist, modulo m, also sie sind in derselben Restklasse, modulo m, und c und d sind in derselben Restklasse, modulo m, dann kann ich a plus c bilden und vergleichen mit b plus d. Und dann sind die wieder in derselben Restklasse, modulo m, und dasselbe gilt auch für das Produkt. Ich möchte das ganz kurz beweisen, weil das eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Also, wir wissen, dass m ein Teiler von a minus b ist und auch ein Teiler von c minus d. Also wir können a minus b darstellen als q1 mal m und c minus d als Q2 mal M. Und dann können wir natürlich die Summe bilden dieser beiden Zeilen und erhalten dann A plus C minus B plus D ist gleich Q1 plus Q2 mal M. Und damit erhalten wir natürlich, dass A plus C Konkurrent B plus D modulo M ist. Für die Multiplikation muss man ein bisschen genauer hinschauen. Hier können wir auch sagen, dass a dasselbe ist wie b plus q1 mal m und c ist dasselbe wie d plus q2 mal m. Und wenn wir hier a mal c ermitteln, ist es dasselbe wie b plus q1 mal m mal d plus q2 mal m. Wenn man das ausmultipliziert, b mal d. Plus und dann erhalte ich Q1 mal D mal M
dann erhalte ich Q2 mal B mal M plus Q1 mal Q2 mal M Quadrat, und das kann ich schreiben als Q1 mal Q2 mal M insgesamt mal M. Also man sieht, dass A mal C minus B mal D wieder ein Vielfaches von M ist. Das heißt, ich kann tatsächlich mit Restklassen rechnen. Es gilt das auch für die Multiplikation. Ich möchte es an dem Beispiel noch einmal zeigen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 mal 5 rechne, also 2 mal etwas aus der Restklasse 2 annehme, dann erhalte ich 10. Und wenn ich zum Beispiel minus 1 mal 2 nehme, dann erhalte ich minus 2. Oder wenn ich 2 mal 8 hernehme, erhalte ich 16. Und 16 ist auch in dieser Restklasse, denn 16 durch 3 geteilt ist 5 mal plus Rest 1. Also man kann auch hier sagen, dass 2 mal 2 eben 1 ist in den Restklassen. Also nehmen wir hier zunächst einmal den Fall m gleich 2 an, denn der ist ein bisschen einfacher. Das bedeutet, dass wir hier nur zwischen gerade und ungerade unterscheiden. Und hier gibt es eben die Restklassen 0 und 1, also gerade und ungerade. Und wenn man zwei gerade Zahlen addiert, kommt eine gerade Zahl heraus. Wenn man eine gerade und eine ungerade addiert, eine ungerade. Natürlich umgekehrt auch. Und wenn man zwei ungerade Zahlen addiert, eine gerade Zahl. Und bei der Multiplikation ist es entsprechend eine gerade mal gerade ist gerade, gerade mal ungerade ist auch gerade und nur ungerade mal ungerade ist ungerade. Und für m gleich 3 geht das ganz genauso, das haben wir auch an diesem Beispiel gesehen. Man kann addieren die Restklassen und erhält diese Additionstafel. Also zum Beispiel, wenn man zwei Zahlen addiert, die Kongruent 1 modulo 3 sind, ist das Resultat Kongruent 2 modulo 3 und so weiter. Wenn man eine Zahl addiert, die Kongruent 1 modulo 3 ist und Kongruent 2 modulo 3, ist das Resultat Kongruent 0 modulo 3. Man muss das nur für zwei Repräsentanten testen, also zum Beispiel für die Zahlen 1 und 2. 1 und 2 ist 3, 3 ist in der Restklasse 0. Und dann gilt das für alle dieser Zahlen. Und entsprechend bei der Multiplikation eins mal eins ist eins, eins mal zwei ist zwei, aber zwei mal zwei ist eben vier und vier ist Kongruent eins modulo drei. Nun, ich möchte das jetzt an einer Teilbarkeitsregel, die Sie alle kennen, noch einmal anwenden, dieses Prinzip, nämlich, dass jede natürliche Zahl oder ganze Zahl kongruent ist zu ihrer Ziffernsumme modulo 9. Modulo 9. Na, was heißt das? Also zum Beispiel, was ist 105? Das ist eine Zahl, die wir durch 9 dividieren können. 105 ist nichts anderes als 11 mal 9, also 99 plus 6 Rest. Und die Ziffernsumme ist einfach 1 plus 0 plus 5, also 6 modulo 9. Also in diesem Fall stimmt das wirklich. Und der Beweis ist sehr einfach, wenn man eben mit Restklassen arbeitet. Wenn man also eine natürliche Zahl darstellt in der Dezimalentwicklung, also sagen wir AL mal 10 hoch L und so weiter, wobei diese AJ die Ziffern sind, die können natürlich nur 0 bis 9 sein, das sind die Ziffern. Da können wir natürlich feststellen, dass 10 in derselben Restklasse wie 1 modulo 9 ist. Und dann ist 10 mal 10, also 10 Quadrat, in der Restklasse 1 mal 1, also 1 Quadrat modulo 9, das ist aber nichts anderes als 1. Und so weiter.
Also für alle j erhalten wir, dass 10 hoch j kongruent 1 modulo 9 ist. Daher ist natürlich dann n kongruent zu al mal 1, denn ich kann 10 hoch l ersetzen durch 1 plus al minus 1 mal 1 und so weiter plus a1 mal 1 plus a0. So bleibt hier nichts anderes als die Ziffernsumme von n übrig modulo 9. Nun, das kann man natürlich auch für eine Teilbarkeitsregel anwenden, nämlich es gilt dann die folgende Teilbarkeitsregel. Dass eine Zahl durch 9 teilbar ist, genau dann, wenn die Ziffernsumme durch 9 teilbar ist. Nun, das ist klar, wenn 9 ist ein Teiler von n, genau dann, wenn n kongruent 0 modulo 9 ist, aber das ist genau dann der Fall, wenn die Ziffernsumme von n in der Restklasse 0 modulo 9 ist, weil n und die Ziffernsumme in derselben Restklasse sind und damit ist das natürlich dasselbe, dass 9 ein Teiler von der Ziffernsumme ist. Wir alle kennen das auch für die Teilbarkeitsregel von 3. 3 ist teilbar durch n genau dann, wenn 3 ein Teiler von der Ziffernsumme ist. Nun, das ist die gleiche Regel. Auch hier gilt, dass n kongruent der Ziffernsumme ist, modulo 3. Ganz einfach, weil 10 auch kongruent 1 modulo 3 ist. Also wir können in der Überlegung den 9er durch 3 ersetzen und erhalten das gleiche Resultat.